Ja, wenn es am 7. März wieder heißt Abstimmung, lege ich meinen Umschlag ganz selbstverständlich in die Urne. Dabei sind wir Frauen in der Schweiz erst seit 50 Jahren demokratisch gefragt. Der Kampf vom Herd bis zum heute Erreichten war lang. Auf Druck des Verbandes für Frauenstimmrecht kommt es von 1918 bis 1921 erstmals zu kantonalen Abstimmungen über das Stimmrecht für Frauen. In allen 6 Kantonen sagen die Männer Nein. Auch spätere Abstimmungen bleiben erfolglos. Ende der 50er Jahre beantragt der Bundesrat die Einführung des Frauenstimmrechts. Das Parlament stimmt zu. Doch 69% der Männer sagen 1959 in der Abstimmung Nein. Wenn Frauen voll Stimmrecht haben, sind wir Löhne. Dann sind Männer nicht mehr, wenn Frauen regieren. Das geht nicht, dann sollen doch auch Kinder regieren. Nein, so nicht, meinen die Frauen. Sie rufen zu Fackelzügen auf, sie werden selbstbewusster. 1969 der große Marsch der Frauen nach Bern. Eine unbewilligte Demonstration. Am Rednerpult Emilie Lieberherr. Vertrauen mit den Frauen! Die Schweizer Männer werden wachgetrommelt. Schließlich die denkwürdige Abstimmung und der Sieg. 66% der Männer sagen diesmal Ja. Ja, warum eigentlich waren die Frauen so bedrohlich? Und wen wollen wir heute nicht mitreden lassen? Über das offene Projekt Demokratie spreche ich jetzt mit meinen 3 Gästen. Und zwar ist bei uns Fabienne Amlinger. Sie ist Historikerin am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung an der Universität Bern. Und bei uns zu Gast ist auch Silja Häusermann, Professorin am Institut für Politikwissenschaften an der Universität Zürich. Und zugeschaltet aus Berlin ist uns die Historikerin Hedwig Richter, Professorin an der Universität der Bundeswehr München. Ganz herzlich willkommen. Danke. Ja, Frau Richter, hallo. In Deutschland mischen die Frauen seit 1918 in der Politik mit. Wie blickt man denn von Deutschland aus auf die Schweiz, eines der letzten Länder Europas, das die Frauen mitreden ließ? Also der Blick von Deutschland auf die Schweiz ist, glaube ich, ein ganz typischer Blick von außen, voller Bewunderung. Wir bewundern die Schweiz, weil das einfach das Land der Demokratie ist, wo schon ganz früh die Menschen wählen konnten. Und ich denke, das ist ganz, ganz typisch für unseren Blick auf Demokratiegeschichte, dass die Frauen einfach ausgeblendet werden. Das ist dann so ein bisschen komisch, dass die Frauen erst so spät kamen. Aber wir verstehen eben und erzählen uns Demokratiegeschichte viel, viel stärker, als wir uns dessen bewusst sind, als eine Männergeschichte. Das ist ja interessant. Wie geht es Ihnen, Frau Häusermann, wenn Sie in Deutschland unterwegs sind an Konferenzen? Müssen Sie jeweils die Schweiz verteidigen? Nein, das muss ich nicht. Ich wollte mal Botschafterin werden als Mädchen, dann hätte ich das vielleicht tun müssen. Aber als Professorin muss ich auf alle Länder gleich und gleich kritisch schauen. Wenn es um die Gleichstellung in der Schweiz geht, drängt sich so ein kritischer Blick natürlich auf. Tatsächlich ist es wirklich eine Diskrepanz zwischen der sehr frühen Einführung des Männerwahlrechts, auch nicht für alle Männer, aber für die meisten Männer und dann der extrem späten Einführung des Frauenstimmrechts. Jetzt hat ja Frau Richter gerade gesagt, man bewundert eigentlich die Schweiz. Die Schweiz wird ja oft auch zelebriert als Wiege der Demokratie oder sie zelebriert sich selbst als Wiege der Demokratie. Aber tatsächlich schlossen eben die Männer die Frauen 120 Jahre lang aus, also die Hälfte der Schweizer oder eben die Schweizerinnen. Kann man das wirklich eine Demokratie nennen, wenn die Hälfte nicht mitbestimmen darf? Ja, das ist eine gute Frage und sie geht natürlich genau auf den Titel dieser Sendung, also oder das Thema dieser Sendung, das offene Projekt Demokratie. Ich denke, man darf diese frühe Einführung des Männerwahl- und Stimmrechts nicht entwerten. Das war eine sehr wichtige Entscheidung, eine sehr wichtige Etappe der Demokratisierung. Aber diese Demokratie damals hat in ihrem Demos, also in der Gemeinschaft der Berechtigten, natürlich diverse Gruppen ausgeschlossen. Die Frauen ganz klar, auch die Armen, die Verarmten, die Verurteilten, die Konkursiten. Und erst über die Zeit gab es so Wellen von Inklusion. Und ich denke, man kann deshalb nicht sagen, vor 71 war die Schweiz keine Demokratie und nach 71 ist sie eine Demokratie. So einfach ist es natürlich nicht. Aber die
Einführung erst 1971 ist natürlich schon auch, also auch wenn man den Kontext berücksichtigt, so dieser Normalisierung einer demokratischen Expansion ist 1971 extrem spät, auch im internationalen Vergleich. Und deshalb schon ein sehr großes demokratisches Defizit natürlich. Es ist interessant, was Sie sagen, weil Sie auch betonen, die Schweiz hatte eigentlich sehr früh tatsächlich eben eine Demokratie. Das sagt zum Beispiel auch Flavia Kleiner, die Politikaktivistin, die Operation Libero mitbegründet hat. Sie betont in einem Interview mit dem Kulturplatz auch, dass es ja eigentlich interessant ist, schon so früh hat eigentlich die Schweiz, als Europa mitten im Tumult eigentlich versunken ist, Revolutionen, Krieg und so weiter, eben die Demokratie eingeführt. Und dann ging es doch so lang. Nun sind die Frauen ja nicht ohne Stimme gewesen vorher. Das betonen Sie, Frau Amlinger. Sie sagen, die Frau hatte durchaus was zu sagen, einfach in einer sehr anderen Rolle, nämlich als sogenannte Stauffacherin, wie Sie das umreißen. Wir sehen ein Bild der Stauffacherin, das auf dem Rathaus in Schwyz prangt. Und die Stauffacherin ist ja die Figur, die Frau Werner von Stauffachers, sagenumwobener Mann, kommt vor im Wilhelm Tell bei Friedrich Schiller und ist einer der drei, der die Eidgenossenschaft mitbegründet haben soll. Was hat es denn mit dieser Stauffacherin auf sich? Ja, also in diesem Ursprungsmythos zur Entstehung der Eidgenossenschaft kommt eben diese Stauffacherin eine ganz zentrale Rolle zu. Und zwar gemäß dieser Erzählung sei es sie gewesen, die ihren Ehemann, also diesen Werner Stauffacher, dazu ermutigt habe, mit Gleichgesinnten eben diesen Bund zu schließen. Also die Sage von Rütli kennen wir, dieser Schwur, der da getätigt wurde und letztlich die Eidgenossenschaft begründete. Und jetzt kann eigentlich diese Geschichte dahingehend interpretiert werden, dass bei diesem Bund ja keine Männer vor Ort waren, aber die Idee letztlich von dieser Frau stammt. Also dass die Frau indirekt über ihren Ehemann massivsten politischen Einfluss haben konnte. Und diese Figur der Stauffacherin, die fand dann auch eine Entsprechung im modernen Bundesstaat, also als 1848 unser heutiger Bundesstaat konstituiert wurde. Auch das eigentlich ja ein Bund unter gleichberechtigten Männern, unter komplett im Ausschluss von Frauen. Aber auch da war dann plötzlich das Narrativ, ja, die Frauen, die können ja indirekt über ihre Ehemänner doch politisch Einfluss nehmen. Und ein Stück weit ist dieses Narrativ ja auch geprägt worden dann in diesen Wahlkämpfen, in diesen Abstimmungen später, dass man gesagt hat, naja, die Frau, die kann ja schon irgendwie mitbestimmen, wir brauchen nicht dieses neumodische Zeugs mit so einem richtigen Wahl- und Stimmrecht. Oder dieses Narrativ hat sich so fortgesetzt? Es hat sich sehr, sehr lange durchgesetzt. Und zwar also sowohl bei denen, die an die Urne gingen, aber auch bis zur höchsten politischen Ebene. Ja? Und das finde ich schon bemerkenswert. Also selbst 1959, als es zur ersten Abstimmung kam über das eidgenössische Frauenstimmrecht, da hat der Bundesrat zwar für ein Ja votiert, aber in seiner Botschaft hat er diese Figur nochmals angerufen. Also er hat dort nochmals erwähnt, dass die Frauen ja indirekt doch immer schon politisch partizipieren konnten. Und ich finde das schon, also demokratietheoretisch eine bemerkenswerte Aussage in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Frau Richter, Sie haben ein Buch herausgegeben über Frauenwahlrecht. Sie haben sich lange Zeit mit diesem Thema befasst, und zwar Frauenwahlrecht eben über Länder vergleichend in ganz Europa. Ist dieses Narrativ, dass die Frau ja durchaus was zu sagen hat, nicht nur am Herd, sondern auch indirekt, die kann ja die Männer so ein bisschen beeinflussen, dass das ja eigentlich ausreicht, ist das ein Narrativ, das man in all diesen Ländern findet? Denn alle Länder haben eigentlich die Frauen erstmal ausgeschlossen. Ja, das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Argument. Die Frauen sind nicht schlechter, aber sie sind eben anders. Und deswegen sollte man sie, weil sie positiv auch anders sind, weil sie das bessere Geschlecht sind, deswegen sollte man sie nicht in diese dreckige Politik lassen. Das war tatsächlich ein ganz starkes Argument. Und da ist ganz interessant, dass viele Frauenrechtlerinnen dieses Differenzargument aufgenommen haben. Die meisten um 1900 leben sehr, sehr stark in dieser Vorstellung, dass Geschlechter unterschiedlich sind. Und die haben dann gesagt, gerade weil wir anders sind, brauchen wir ein Stimmrecht. Gerade weil wir andere Kompetenzen haben, weil wir für die Bildung so stark zuständig sind, weil wir für Hygiene damals ein wichtiges Feld zuständig sind. Gerade deswegen brauchen wir das Stimmrecht. Das ist ganz interessant, wie das umgedreht wird. Mhm. Aber es ist überhaupt interessant, welche Argumente alle in Anschlag gebracht wurden, warum Frauen nicht wählen dürfen. In Frankreich beispielsweise war das stark, dass die zu katholisch sind, dass die katholische Kirche die Frauen verführt. Und dann eben immer wieder dieses Argument, rein vom Körper her sind Frauen anders und sollen deswegen, weil sie ein schwächeres Gehirn haben, weil sie von ihrem Körper, von ihrem Uterus geprägt sind, deswegen sollen sie unter keinen Umständen in dieser rationalen, nüchternen Welt der Politik mitmachen. Mhm.
Nun ist es ja aber trotzdem ganz eindeutig so, dass in der Schweiz diese Narrative noch sehr viel länger prägend waren. Wenn wir mal einfach die Zahlen anschauen, ich habe es schon erwähnt, in Deutschland dürfen die Frauen ab 1918 mitreden, Norwegen ab 1913, Großbritannien ab 1928, Frankreich 1944, Italien 1945. Jetzt mal von Ihnen her vergleichend geblickt, warum denken Sie, hat die Schweiz so spät erst reagiert? Das hat natürlich ganz, ganz viele Ursachen. Das hängt damit zusammen, dass die Männer direkt darüber abstimmen müssten. Und wir wissen von vielen anderen Inklusionsprozessen, wenn es da Abstimmungen in der Basis gab, dass das dann besonders schwierig war. Zum Beispiel in den USA, als die Sklaven befreit wurden mit dem Ende des Bürgerkriegs 1865, gab es viele, viele Abstimmungen auf Staatenebene. Und da haben die Männer immer, auch in den Nordstaaten, die eigentlich die Sklaven befreit haben, immer gegen diese Inklusion der Schwarzen gestimmt. Die sollten kein Stimmrecht haben. Und es ist ganz interessant, in vielen Demokratisierungsprozessen sehen wir, dass Demokratisierung nicht immer von unten ausgehen muss, sondern oft eben auch von dann Bundesregierungen oder von bestimmten Eliten, von liberalen, progressiven Eliten befördert werden. Das ist ein interessanter Punkt. Frau Häusermann, in der Weltwoche hat ein Ökonom, Hans Rentsch, erst gerade kürzlich geschrieben, es gäbe überhaupt keinen Grund, dass die Schweiz sich schämen müsste. Im Gegenteil, die Schweiz sei nämlich das einzige demokratische Land der Welt, das eben per Volksabstimmung den Frauen dieses Recht zugestanden hat. Und wenn man in anderen Ländern das Volk hätte mitbestimmen lassen, also sprich alle Männer, dann hätten die bis heute vielleicht auch kein Frauenstimmrecht. Stimmt das so? Ja, vielleicht. Das können wir natürlich empirisch nicht überprüfen, weil es ein Szenario ist. Sicher, wie Frau Richter gesagt hat, ist es so, dass diese Inklusionsbewegungen in der Regel von den Eliten ausgingen. Und ich denke, das liegt, also dass hier die Volksabstimmung eher eine bremsende Wirkung hat. Nicht nur bei den Frauen, auch bei den Frauen, denke ich, liegt daran, dass wenn diese Inklusion wirklich von der breiten Bevölkerung getragen werden muss, setzt sie eben voraus, dass schon vor der Inklusion oder vor der Ausweitung der politischen Rechte ein Umdenken, ein Neudenken der quasi dessen, was ein Bürger, eine Bürgerin ist, was es heißt, dazuzugehören, selbstbestimmt Subjekt sein zu können in der Demokratie. Dieses Umdenken muss schon recht weit fortgeschritten sein, um dann eine Mehrheit zu gewinnen in der Bevölkerung. Währenddem, wenn natürlich die Entscheidung eher von oben kommt, dann durch die Entscheidung selber ja auch viel passiert, durch die Erfahrung, die dann gesammelt wird mit der veränderten Praxis. Also ich glaube einfach, die Geschwindigkeit, mit der dann diese Vorstellungen dessen, was normal ist, was selbstverständlich ist, was denkbar auch ist, die ändern sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Jetzt haben Sie gesagt, es geht doch oft dann von der Elite aus, wie auch Frau Richter schon gesagt hat. Frau Amlinger, warum hat denn die Elite in der Schweiz nicht früher die Sache sozusagen vorangetrieben? Weil, das muss man jetzt auch mal sagen, es war jetzt nicht so, dass die gesamten Bundesräte und Nationalräte und Ständeräte früh schon gesagt haben, wir wollen unbedingt das Frauenstimmrecht. Genau. Also das war immer auch wieder ein ganz bewusster Entscheid von der Elite, sich gegen dieses Frauenstimmrecht zu stellen. Also es gab ja verschiedene Vorstöße parlamentarischer Art. Es gab diese Frauenstimmrechtsvision 1929, die übergeben wurde. Und da gibt es ja dieses berühmte Zitat des damalig zuständigen Bundesrates. Als er das dann seinem Nachfolger übergeben hatte, sagte er einfach, ja, dieses Dokument zum Frauenstimmrecht, das liegt dann in deiner Schublade im Schreibtisch. Also es wurde wirklich aktiv auch verzögert. Und zwar von auch der politischen Elite, es war aber auch der Freisinn als staatstragende Partei, der hat da überhaupt nicht weitergemacht oder vorwärts gemacht. Nicht zuletzt aus Angst vor der Konkordanz, das ist natürlich auch so ein wichtiger Punkt. Also wollte seine Bündnispartner in der Konkordanz, katholisch-konservativ damals, nicht vor den Kopf stoßen und quasi diesen Bündnispartner verlieren. Ein anderes Argument, was oft auch gebracht wird, ist, dass man sagt, in vielen Ländern Europas waren sozusagen die beiden Weltkriege Treiber oder Treiberinnen des Frauenstimmrechts, also des Frauenwahlrechts, dass man gesagt hat, naja, da kamen irgendwie dann zu wenig Männer nach Hause wieder, viele sind gefallen im Krieg, das heißt, es gab wirklich eine Notwendigkeit auch, dass Frauen mitgestalten konnten, in der Schweiz nicht, also da hatten wir nicht so viele Verluste sozusagen. Und gleichzeitig auch das Argument, dass natürlich viele junge Demokratien sich neu konstituieren mussten, weil sie unter Druck waren, weil die Demokratie so ausgehöhlt war während des Krieges. Auch das in der Schweiz weniger der Fall.
Genau, also es ist eine umstrittene These quasi, inwiefern das Krieg auch wirklich förderlich ist im Frauenstimmrecht, dass es das irgendwie zu schnelleren Durchsetzung geführt hat. In der Schweiz war es aber tatsächlich so, also erstens mal, die Männer waren zum Teil auch im Kriegsgeschehen, also nicht geschehen, aber an der Front auch eingesetzt. Es wurden Arbeitsplätze frei, die Frauen haben die übernommen. Aber die Männer, die kamen ja alle wieder zurück, ja. Und insofern war es kein Emanzipationsschub jetzt für die Schweizer Frauen. Und im Gegenteil hat sich dann auf der politischen Ebene, hat man sich darauf eigentlich berufen, dass ja irgendwie wir so gut durch den Krieg gekommen sind, weil wir eine so gut funktionierende Demokratie haben. Also dieses Selbstbild, das eben zelebriert wurde als Wiege der Demokratie, wurde eigentlich noch fast verstärkt und damit auch der Ausschluss der Frauen aus dieser Demokratie. Frau Richter, Sie sagen auch, dass diese These, dass der Krieg sozusagen der Treiber sei des Frauenwahlrechts, das sei Humbug. Ich würde nicht ganz so weit gehen und sagen, dass es Humbug war. Solche Demokratisierungsprozesse sind ja unwahrscheinlich kompliziert. Und was wir seit dem 19. Jahrhundert sehen, ist tatsächlich, dass Kriege oft am Ende zu mehr Partizipation führen. Das sehen wir auch um 1870, wo in vielen, vielen Ländern ein starker Demokratisierungsprozess passiert. Und eben sehr stark nach dem Ersten Weltkrieg, wo nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern das Frauenwahlrecht eingeführt wird. Also das spielt eine gewisse Rolle. Aber was mich daran stört, wenn wir allein den Krieg als Vater des Frauenwahlrechts sehen, ist die Vorstellung, die Frauen bekommen das als Geschenk und sie haben nichts dafür gemacht. Und das ist wirklich ganz, ganz falsch, dass über sie die große, starke Frauenbewegung, die es eben um 1900 gab, wo die Frauen ganz, ganz stark dafür gekämpft haben, in den USA, in Großbritannien, auch in Deutschland gab es eine sehr, sehr starke Frauenbewegung. Und erstaunlich ist nach dem Ersten Weltkrieg dann, wie selbstverständlich das Frauenwahlrecht akzeptiert wird. Ich hatte, als ich angefangen habe, die Zeitungen zu lesen, derzeit die Unterlagen, habe ich gehofft, dass jetzt alle ganz erstarrt sind und erstaunt sind und begeistert sind, dass die Frauen wählen. Aber das ist was ganz selbstverständlich kommt. Und das hat ganz viel eben damit zu tun, dass es schon vorher sich viel geändert hat und dass eben Frauen sehr, sehr stark sich dafür eingesetzt haben. Sie betonen aber auch in Ihren verschiedenen Arbeiten, dass es eine Verzerrung ist, die Idee, dass sozusagen das Frauenwahlrecht und überhaupt Demokratiegeschichte eine Geschichte des Krieges, der Revolution ist. Also man erzählt Demokratiegeschichte immer gerne so mit wehenden Fahnen, mit geballten Fäusten, mit Hellebarden, einreißende Mauern und so weiter. So wird Demokratie gemacht. Und Sie sagen gerade, was die Frauen anbelangt, und der Kampf der Frauen, ist das eine Verzerrung der Geschichte der Demokratie und führt dazu, dass wir die Frauen eigentlich konstant ausblenden, dass sie auch in den Geschichtsbüchern gar nicht erst vorkommen. Ja, das ist ja wirklich richtig erstaunlich, dass die ganzen großen Demokratiegeschichten, die ganzen großen Demokratietheorien, das ändert sich jetzt langsam, aber dass die über Jahrzehnte hinweg vollkommen die Frauen ausgeblendet haben. Manchmal gibt es so ein Extrakapitel und einige sagen ganz explizit, einige der großen klassischen Theorien, die Frauen zählen gar nicht wirklich, weil sie haben gar nicht dafür bekämpft und die kriegen das dann geschenkt durch den Krieg oder durch Revolution oder was auch immer. Aber es gibt jetzt neuere Studien, Dawn Teal, das ist eine amerikanische Politikwissenschaftlerin, und die sagt, das Problem ist tatsächlich, dass wir Demokratiegeschichte nur als Revolutionsgeschichte verstehen, nur als diesen männlichen Kampf, möglichst noch auf Barrikaden von unten. Aber die Frauenbewegung haben sich ja in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründet, wurden dann am Ende des Jahrhunderts stark und laut, zum ersten Mal wirklich eine laute politische Kraft. Und die kämpfen eben in Rechtsstaaten. Die allermeisten Staaten im nordatlantischen Raum waren einfach Rechtsstaaten und da ist Revolution einfach nicht sinnvoll. Also die hatten ganz andere Kämpfe und ich würde auch noch betonen, diese Frauenbewegungen hatten Bilder, die nicht in unsere Demokratiegeschichte schaffen. Wenn wir das anschauen, die Frauen, die haben lange Röcke, die haben merkwürdige Hüte an. Was machen sie? Sie treffen sich, schreiben Petitionen. Das ist eben überhaupt nicht dieser Mann, der auf der Barrikade steht, hinter ihm brennt die Welt und er bringt der Welt das Heil. Und wir müssen unbedingt unsere Demokratiegeschichte erweitern, um diese neuen Bilder, um diesen neuen, ganz, ganz anderen Kampf. Und das ist ja interessant, dass wir trotzdem eigentlich am allerliebsten diejenigen Frauen erinnern, die eben genau in dieses männliche Bild der Demokratiegeschichte passen. Also diejenigen, die eben wirklich mit viel Gewalt auf die Straße gegangen sind. Zum Beispiel in Großbritannien die Suffragettes. Da gab es schon mehrere Hollywood-Verfilmungen. Wir sehen ein Bild aus dem Film von 2015 mit Helena Bonham Carter in der Hauptrolle. Ein Film, der große Erfolge gefeiert hat. Frau Amlinger, Sie sagen, die Arbeit von Schweizer Aktivistinnen, die war oft sehr viel weniger spektakulär und sehr oft auch ganz staatskonform.
Ja, also man muss schon sehen, dass ein ganz großer Teil dieser Frauenstimmrechtsbewegung, das waren Frauen bürgerlicher Herkunft, ja. Und da muss man einfach auch sehen, die waren sehr oft ganz eng verknüpft auch mit dem Freisinn. Das waren Ehefrauen, manchmal auch Töchter von freisinnigen Politikern. Und die kommen aus einem oder kamen aus einem Milieu, wurden sozialisiert in diesem bürgerlichen Milieu. Und ein militantes Vorgehen war ihnen schlichtweg einfach auch wirklich völlig fremd. Dann kam aber auch hinzu, dass sie genau wussten, wenn sie jetzt ein bisschen militanter auftreten würde, was in der Schweiz relativ schnell als militant angesehen wird, irgendwas zu machen, dass sie dann wiederum von den Gegnern und Gegnerinnen des Frauenstimmrechts natürlich diffamiert würden. Also das war eine ganz schwierige Position auch. Ich möchte da schon auch noch einhaken, das, was Hedwig richtig gesagt hat. Also was sehen wir denn überhaupt als militant? Also jetzt aus heutiger Sicht, wenn da Frauen durch die Straßen marschieren mit einer Fackel in der Hand, ruhig, oder? Dann ist das für uns natürlich nicht militant, aber für diese Zeit und für diese Frauen war das ein großer Schritt und sie mussten ja auch mit Sanktionen rechnen. Also das wurde angegriffen, solche Aktionen. Mhm. Sie, Frau Häusermann, für Sie ist das ja auch ganz wichtig, immer zu betonen, Demokratiegeschichte ist auch einfach nicht nur revolutionär, sondern sehr oft einfach das Resultat von kleinen, feinen Reformen, von einer langsamen Arbeit. Und Sie sagen auch, es ist immer auch eine Geschichte der Kontinuität ein Stück weit. Und das Frauenwahlrecht reiht sich ein in eine Geschichte der immer weitergehenden Inklusion. Ja, genau. Also es gibt jetzt verschiedene Dinge, die wir ansprechen. Das eine ist natürlich wirklich, dass es nicht nur diese Impulse und punktuellen Veränderungen gibt, sondern immer auch die weniger spektakulären gesellschaftlichen Entwicklungen. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel, das war eigentlich in all diesen Inklusionswellen oder Epochen der demokratischen Entwicklung wichtig, oder? Also die Historikerinnen kennen sich da besser aus als ich natürlich, aber wenn wir jetzt denken, ich denke in der zweiten Hälfte 19. Jahrhundert für die Schweiz, die Einführung des allgemeinen Männerwahlrechts, Ausdehnung bürgerlicher Freiheiten, dann um die Jahrhundertwende die Inklusion der tieferen sozialen Schichten, Arbeiterklasse, und dann im 20. Jahrhundert sehr klar diese Debatte um die Inklusion der Frauen in die Demokratie. Also es gibt immer wieder, und dann länderspezifisch eben in den USA natürlich die Sklavenbefreiung und Integration. Also es gibt immer wieder diese Epochen und Prozesse, die sehr vielschichtig sind. Und was mir auch sehr wichtig scheint jetzt in diesem Zusammenhang, wenn wir sagen, nicht überbetonen der Einzelkämpfer und der Einzelereignisse. 1971 ist natürlich ganz wichtig und jetzt ist so ein Gedenktag, aber auch die Einführung ich würde nicht nur sagen, dass die Einführung des Frauenstimmrechts, sondern die demokratische Inklusion der Frauen als vollwertige, selbstverständliche Subjekte, demokratische Subjekte, das ist ja ein Prozess, der nicht nur über die Einführung des passiven Wahlrechts oder aktiven Wahlrechts geschieht. Also dass man eben seine Stimme abgeben darf oder dass man kandidieren darf, sondern das schließt Bürgerrechte mit ein, es schließt soziale Rechte mit ein. Das alles bildet ein Paket der demokratischen Bürgerschaft, das in einer, ich würde sagen, Epoche, die irgendwie von 1960 vielleicht bis heute andauert, ist das ein Prozess dieser demokratischen Inklusion. Und ich glaube, wenn man so darüber nachdenkt, dann öffnet das einerseits die Augen dafür, dass es nicht nur um das Stimmrecht geht, sondern um auch die Voraussetzungen dafür, diese Mitsprache überhaupt wahrnehmen zu können, durch soziale Rechte, Bürgerrechte, Organisation. Und zweitens öffnet es die Augen dafür, dass diese Prozesse eben nicht abgeschlossen sind, dass sie immer verhandelbar sind, dass sie keinen Automatismus beinhalten. Genau, und wir können es auch heute noch weiterdenken, noch mehr inkludieren. Darauf werden wir dann später noch einmal zurückkommen. Ich würde gerne noch darüber sprechen, dass diese Demokratiegeschichte, wenn wir auch mit Blick auf Frauen über Demokratiegeschichte sprechen, ja immer auch eine Körpergeschichte ist und war. Auch das ist eine These, die Sie vertreten, Frau Richter, in Ihrem viel diskutierten Buch Demokratie, eine deutsche Affäre, ist das auch ein ganz wichtiges Moment, dass Sie sagen, Demokratiegeschichte ist eine Körpergeschichte. Und Sie erzählen ganz wunderbar, irgendwie aber auch schockierend, wie das in den USA war. Also wo sozusagen die Wahlen, bevor die Frauen eben mitbestimmen konnten, waren das veritable Saufgelage. Es ging um große Gelder, die man gewinnen konnte bei Wetten. Man hat bestochen, es gab Korruption, man hat sich geschlagen, geprügelt, getrunken. Und das Ganze war schon eher, Sie sagen, ein Wahlgaudi fast schon.
Ja, genau. Es wird sogar als männlicher Sport bezeichnet in der Wahlforschung. Und ich kann das nur unterstreichen, was Frau Häusermann gesagt hat, dass eben Demokratisierungsprozesse, dass wir da auch die Kontinuitäten sehen müssen. Und ich denke, dass wenn wir Veränderungen von Herrschaftsregimen sehen, dass wir dann, dass das immer einhergeht mit einer Veränderung des Körperregimes. Und in der Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA, das war eine unwahrscheinlich gewalttätige Gesellschaft, die dann auch nicht zufälligerweise in diesen absolut grausamen Bürgerkrieg gegangen ist. Und es war ganz klar, dass am Wahlort die Frau nichts zu suchen hat. Also das wurde ganz körperlich inszeniert. Und das ist überhaupt wichtig, dass im 19. Jahrhundert diese ganzen Entwicklungen von Demokratie, Parlamentarismus, die Wahlen eben auch sehr, sehr stark, die Rede, die öffentliche Rede, das war ganz intensiv mit männlicher Körperlichkeit verbunden. Die Frau hat ja eine zu dünne Stimme, die kann auf keinen Fall in der Öffentlichkeit reden. Das finden wir ja auch schon in vielen Religionen verankert. Und dass sich das allmählich, das ändert sich sehr, sehr stark um 1900. Und das ist ja eine Zeit des großen Aufbruchs für Frauen. Und dann würde ich aber auch noch mal genau das unterstreichen, was meine Vorrednerin gesagt hat. In den Jahren um 1970 sehen wir wieder einen riesigen Shift im Körperregime, der sich ganz stark ändert. Für Frauen ist dann natürlich ganz zentral, dass die Pille aufkommt. Das kann man überhaupt nicht unterschätzen. Politik hat ja in den Kneipen stattgefunden, abends, es wird geraucht, gesoffen und so weiter. Frauen sind selbstverständlich mit ihren Kindern an zu Hause gebunden, das war die Vorstellung. Nicht zufälligerweise waren die wenigen Frauen, die auch in der Bundesrepublik weiter oben mitspielen, in aller Regel ledige Frauen. Und nun mit der Pille hat die Frau das ganz, ganz anders in der Hand und mit einer gewissen Zeitversetzung, das kommt dann doch erst einige Jahre später, sehen wir dann auch, erst in der Bundesrepublik, wie allmählich eine beträchtliche Anzahl an Frauen eben in die Parlamente kommen. Es gibt aus den USA auch die Geschichte, oder was ich von Ihnen gelernt habe, dass um 1916 herum erst die Wahlen dann verlegt wurden in offizielle Gebäude. Vorher war die Stimmabgabe einfach in der Kneipe. Schon klar, dass da keine Frau sich reintraute. Und plötzlich kamen Hygienemaßnahmen auf. Also man hatte irgendwie den Anspruch, sich auch körperlich entsprechend zu präsentieren. Die Polizei kontrollierte das ganze Geschehen. Also es ging auch um sichere Wahlen. Das alles hat es den Frauen einfacher gemacht, da mitzutun. Gibt es so etwas Vergleichbares auch in der Schweizer Demokratiegeschichte, wo man sagen müsste, die Frauen hatten irgendwie auch rein, jetzt eben von ihrem körperlichen Auftreten her, auch gar keine Möglichkeit mitzumachen? Also vielleicht, ich muss noch etwas zu dem sagen, was jetzt diskutiert wurde. Also ich habe ein bisschen ein Unbehagen mit dieser Kontinuitätsthese. Ja? Also das, für mich tönt das ein bisschen nach diesem Fortschrittsnarrativ. Also es hat mal irgendwie einen Staat gegeben, Demokratie wurde erfunden, dann war eine Gruppe inkludiert und dann tut sich das immer wie mehr auf. Ja? Aber ich finde schon, man muss schon sehen, also auch die Schweiz, die ist konstitutiv entstanden unter Ausschluss von Frauen. Also die Kategorie Geschlecht, die war eine Kategorie des politischen Ausschlusses. Ja? Und sind ja nicht erst im 20. Jahrhundert irgendwie diese Forderungen laut geworden, sondern die sind schon bei der französischen Demokratie mit Olympe de Gouges. Also die hat dort schon angeprangert, dass die allgemeinen Menschenrechte eben oder Bürgerrechte nicht für alle zählen. Also ich finde, das lässt sich nicht so in ein Narrativ einordnen, dass in diese Fortschrittsrichtung geht. Also jetzt, ja, gerne, Frau Richter. Ja, genau, ich will das sehr unterstreichen. Also das war nicht damit gemeint, dass es eine kontinuierliche Geschichte ist. Ganz im Gegenteil, wir sehen diese Geschichte immer wieder ganz, ganz brutal unterbrochen. Also zum Beispiel das Wahlrecht der Afroamerikaner. Aber wir haben das auch in anderen Fällen. Und ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, um gerade auch die Schweizer Demokratie zu verstehen, dass alles, was mit Republik, mit Schweiz, mit Demokratie zu tun hat, mit Parlament, wurde mit einer Intimität, mit Männlichkeit verbunden, die wir heute schwer nachvollziehen können. Das äußerte sich dann an sowas wie, dass die Wahlen eben unwahrscheinlich männlich gestaltet wurden. In den USA war das besonders extrem, aber wir sehen das auch in Europa. Alkohol spielte überall eine Rolle. Aber in den USA gibt es zum Beispiel dann auch große gelehrte Schriften darüber, warum Demokratie besser ist. Und zwar deswegen ganz eindeutig, weil Demokratie männlich ist. Es gibt ganz explizite
Diskussion darüber, Demokratie ist besser, weil es männlich ist, weil da nur Leistung zählt. In diesem monarchistischen Europa, da kann ja das Entsetzliche passieren, dass plötzlich eine Frau auf den Thron kommt. Also das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass Vorstellungen von Demokratie, von Partizipation, Parlament, dass das ganz, ganz intim mit Männlichkeit verbunden wird. Und es gibt ja auch die These, dass die Schweiz zu spät dran ist, ähnlich wie Frankreich, das ja auch relativ spät dran ist, dass diese alten Republiken mit ihren alten demokratischen Traditionen eben besonders intim mit Männlichkeit verbunden sind und sich dann besonders schwer tun, sich von dieser Form des männlichen Republikanismus zu verabschieden. Frau Häusermann? Mhm, genau. Also ich möchte einerseits natürlich völlig zustimmen, dass es Aspekte der Fraueninklusion, der demokratischen Fraueninklusion gibt, die ganz spezifisch sind, die nicht so einfach vergleichbar sind mit anderen Inklusionsdynamiken der Demokratie. Und gerade diese Argumentation über die Körperlichkeit, körperliche Selbstbestimmung ist sicher ein Aspekt, der besonders wichtig ist. Wenn auch, denke ich, nicht exklusiv, was jetzt die Frauen betrifft, wenn wir an die Sklavenbefreiung eben denken. Aber ich meine, wenn wir das uns betrachten, ist es natürlich schon so, dass die Demokratie, die Demokratisierung fortgeschritten ist in verschiedener kontinuierlich eigentlich expansiv sich weiterentwickelt hat. Was ich aber unbedingt vermeiden möchte, und da bin ich völlig einverstanden mit Ihrem Widerspruch, Frau Amlinger, ist zu suggerieren, dass es so eine natürliche Modernisierung, Wertewandel gibt. Man muss auch warten und dann wird es immer inklusiver und immer universalistischer. Dem ist sicher nicht so. Also genau wie wir jetzt ja diskutieren, jede dieser Inklusionen wurde erkämpft, erstritten, wurde bekämpft. Die Eliten waren auch sicher nicht homogen progressiv, im Gegenteil, sondern das sind ja immer politische Kämpfe. Aber ich glaube doch, dass es sinnvoll ist, die Inklusion der Frauen nicht so herauszugreifen. Einfach weil, wie wir eingestiegen sind mit dieser Frage, war die Schweiz überhaupt eine Demokratie vor 71? Das hören wir ja immer wieder, oder? Auch bei meinen Studentinnen, da kann man nicht von Demokratie sprechen. Ich habe volles Verständnis dafür. Aber es suggeriert, dass quasi mit einer Inklusion dann eine Schwelle überschritten ist, nach der wir dann von Demokratie sprechen. Und dann ist quasi... Das Häkchen gemacht. Und so ist es ja nicht. Also heute genau, haben wir ja ein Demokratieverständnis, das sehr stark auf die Staatsbürgerschaft abstellt. Wer den Pass hat, hat demokratische Rechte. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Oder? In der Demokratietheorie gibt es starke Argumente zu sagen, mitsprechen soll, wer betroffen ist und nicht wer den Pass hat. Vielleicht ist ja auch ein bisschen die Frage, worauf wir das Augenmerk legen. Und ich hatte Sie auch so verstanden, Frau Amlinger, dass Sie auch sagen wollten, Moment mal, das war auch nicht einfach so eine schöne eben Kontinuität, sondern in der Schweiz waren die Frauen noch einmal ganz anders betroffen und gefordert. Und Sie haben Olympe de Gouges erwähnt, die französische Philosophin, die schon ganz früh gekämpft hat und gesagt hat, es gibt sowas wie Menschenrechte und das sind nicht Männerrechte, das sind Menschenrechte, dazu gehören demokratische Rechte. Und da würde mich schon noch einmal interessieren, es gibt ja sehr viel Wissen mittlerweile dazu, dass es viele Männer gab, die in der Schweiz, also Politiker, die in der Schweiz ab den 60er Jahren gesagt haben, wir haben ein Problem, wir werden langsam zum Gespött im Ausland, weil wir sollten ja auch die Europäische Menschenrechtskonvention ratifizieren. Das passt irgendwie nicht zueinander, was machen wir jetzt? Und da gab es aber auch viele Politiker, die gesagt haben, naja, wir gucken, dass es da eine Ausnahmeklausel gab. Warum? Also ich würde schon gerne noch einmal verstehen, warum bei allem Lob für die Schweiz, warum hatten denn die Schweizer Männer so ein Problem mit uns Frauen? Ja, da gibt es verschiedene Ansätze. Ich denke, wir müssen uns überlegen, um was geht es eigentlich in der Politik? Ja. Es geht um Macht. Und diese Macht, die expandiert nicht einfach. Also wenn jetzt die Hälfte des Seimes plötzlich auch an der Macht beteiligen darf, dann werden die Gremien der Politik, also der Bundesrat, hat dann nicht plötzlich 14 Sitze. Also es geht hier um einen Verteilungskampf auch. Und ich denke, das lässt sich einfach ganz banal, lässt sich auf diesen Punkt runterbrechen. Es geht hier um Verteidigung der Macht und die will nicht geteilt werden. Ich bin völlig einverstanden. Es geht also all diese Vorwände und Argumente der eben zu dünnen Stimme und so weiter.
ich meine, es ging letztlich darum, natürlich zu verhindern, dass diese sozialen Gruppen mitsprechen und dass die Frauen mitsprechen. Aber warum? Weil es eben einen Unterschied macht. Also man nennt das deskriptive Repräsentation, ob die Menschen wirklich vertreten sind, quasi die sozialen Gruppen vertreten sind in der politischen Mitbestimmung. Und die macht einen Unterschied. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ein besonders prägnantes Beispiel, nicht das einzige. Diese Revision des Eherechtes Mitte der 80er Jahre in der Schweiz, in der die Frau gleichgestellt wurde in der Ehe, nicht vollständig, aber das war der zentrale Schritt der Gleichstellung der Frau in der Ehe. Diese Reform wurde wegen der Frauen angenommen. Die Männer haben sie abgelehnt in der Abstimmung. Bei den Frauen gab es eine große Mehrheit, über 60%. Und obwohl die Frauen damals noch weniger partizipiert haben als die Männer, hat dieser große Unterschied dazu geführt, dass die Vorlage angenommen wurde. Also es gibt das als Beispiel. Und aus systematischer Forschung wissen wir auch, wenn es mehr Frauen hat im Parlament, wenn mehr Frauen partizipieren, kommen andere Themen stärker auf die Agenda, es werden andere Entscheidungen gefällt. Also es geht um Gestaltungsmacht und das verändert auch die Voraussetzung für weitere Politik. Es spielen immer strategische Argumente mit. Und dieser Kampf, wirklich gehört zu werden und mitmachen zu können, ganz real, der war 1971 eigentlich noch gar nicht abgeschlossen. Zwar hatten die Frauen dann in der Schweiz auch endlich das Wahl- und Stimmrecht, aber Sie, Frau Amlinger, sagen immer wieder, die Geschichte war damals nicht abgeschlossen, sondern die kommt eigentlich erst zu einem ersten großen, wirklichen Abschluss mit dem Brunner-Skandal. Und wir schauen kurz zurück, worum es sich dabei handelt. Das war 1993 erst. Christian Brunner wird zum gefundenen Fressen für die Medien. Ihre einfache Herkunft, ihre Patchwork-Familie, ihre spontane Art geben reichlich Stoff. Ein anonymer Brief kündigt Enthüllungen und ein Nacktfoto an. Die Schlammschlacht schwappt ins Bundeshaus. Im Sessionsvorgespräch ziehen einige Politiker hemmungslos über Christian Brunner her. 3. März, Wahltag. Hunderte von Frauen reisen nach Bern vors Bundeshaus. Eine Stunde später dann der erste Wahlgang. Nach dem zweiten Wahlgang steht fest, dass die offizielle SP-Kandidatin tatsächlich nicht gewählt ist. Gewählt ist mit 130 Stimmen Herr Nationalrat Matte. Der gewählte Bundesrat, Francis Matte, fordert für sich und die Fraktion eine Woche Bedenkzeit in der Hoffnung, die Genossen hinter sich zu scharen. Die nicht gewählte Bundesratskandidatin muss reihum Trost spenden. Parlamentarierinnen aller Couleur sind so maßlos enttäuscht wie die Frauen draußen auf dem Platz. Mit Polizeigewalt wird eine Mahnwache aufgelöst. Ein peinlicher Wahlakt endet im Tränengas. Das Rennen bleibt offen. Die Wahlstrategen der SP suchen einen Ausweg, wie sie Matte zum Amtsverzicht bewegen und Brunner zur Wahl verhelfen können. Montagmittag, Sitzungsunterbruch. So viel wird bekannt. Francis Matte hat die Fraktion massiv unter Druck gesetzt. Beharrt sie auf der einer Kandidatur Brunner, will er am Mittwoch nicht verzichten. Auf die Nötigung reagiert die SP-Führung mit einer Doppelkandidatur. Neben der dem Parlament wenig bekannten Smooth-Präsidentin Brunner steigt die noch weit weniger bekannte Gewerkschaftsbund-Sekretärin Ruth Dreifuss als Zwillingsschwester ins Rennen. 10. März, zweiter Wahltag. Nur ein Fernsehteam darf beobachten, wie Ruth Dreifuss ihre Wahl erlebt, zusammen mit Lilian Uchtenhagen, die 10 Jahre zuvor bei einer Bundesratswahl gescheitert war. Madame Dreifuss, Frau Brunner, 86. Noch ist Christian Brunner im Rennen, doch hat sie im Parlament keine Chance. Verschiedene 26. Nun gibt Christian Brunner ihre Verzichtserklärung ab. Je retire ma candidature. Et invite celles et ceux qui m'ont apporté leur soutien à reporter leur suffrage sur Madame Ruth Dreifuss. Noch bevor im Nationalratssaal das Resultat verkündet wird, weiß Ruth Dreifuss, dass sie gewählt ist. Ich fürchte, dass es eben zwei Gründe sind und beide sind unannehmbar. Ich glaube, das Äußerliche vielleicht. Ich beruhige die Leute, weil ich ein wenig bieder aussehe. Und das ist nur, weil ich mich darum nicht interessiere, wie ich aussehe. Und das Zweite ist vielleicht, weil ich entspreche genau, was man von einer Frau in der Politik erwartet.
ledig, keine Familie, so etwas zwischen Mann und Frau, das alles geopfert hat und dadurch vielleicht einen Anspruch hat auf Anerkennung. Und beides ist für mich sehr schockierend. Ja, das war dieser Brunner-Skandal von 1993, als eben Christian Brunner nicht gewählt wurde. Nun, das war eigentlich nicht das einzige Mal, dass eine Frau nicht gewählt wurde. Was wir hier Abend gehabt haben, ist wirklich ein absoluter Skandal und ein Wendepunkt. Ich würde nicht gerade sagen, es hat den Ausschluss der Frauen irgendwie jetzt beendet. Zumindest auf Bundesebene, Bundesratsebene hat es beendet, aber nicht generell. Aber es war ein ganz massiver Einbruch irgendwie in diese Geschichte, in diese lange Tradition des politischen Ausschlusses von Frauen. Also eben, wir haben jetzt über 1971 gesprochen, erst dann kamen Frauen zum politischen Recht überhaupt. Dann wurde hier auch Lilian Uchtenhagen erwähnt. Und in dieser Reihe kam dann eben auch diese Christian Brunner. Und anders als zuvor wurde das jetzt nicht mehr akzeptiert. Also plötzlich war es ja eine Woche, also von diesem ersten Wahltag bis zum zweiten. Und in dieser Woche gingen 10.000 von Menschen auf die Straße, protestierten gegen diese Bundesratswahl. Das gab es ja noch nie in der Geschichte der Bundesratswahlen. Und hat dann letztlich eigentlich bewirkt, dass ja tatsächlich eine Frau Bundesrätin wurde, nämlich Ruth Dreyfus. Und wir sehen einfach in diesem Moment, dass da zwei Welten aufeinander prallten. Also die Bewahrer der alten Ordnung, der alten patriarchalen Ordnung, wonach die politische Macht bei den Männern liegt, und die Gesellschaft eigentlich, die jetzt mit Gleichstellungsbemühungen natürlich an einem ganz anderen Punkt war, auch gerahmt von der neuen Frauenbewegung. Und jetzt auch eben diese alten Bewahrer, die mussten spätestens jetzt einsehen, dass es so nicht mehr geht. Also wir können nicht mehr sukzessive diese Frauen ausschließen aus den politischen Ämtern. Also dass das so einfach nicht mehr machbar ist. Frau Richter, für Sie ist das ja auch ein wichtiger Punkt, immer wieder zu betonen, jemandem das Wahl- oder Stimmrecht zu geben, ist noch nicht gleichbedeutend mit einer wirklich funktionierenden Demokratie, sondern es gibt andere Formen von Ausschlussmechanismen. Ist insofern diese Geschichte der Schweiz auch typisch? Also, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass man voller Bewunderung auf die Schweiz schaut. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber ich wollte damit überhaupt nicht das relativieren, dass das natürlich ein Skandal war, dass das Frauenwahlrecht zu spät kam. Also das ist unwahrscheinlich wichtig, dass das Frauenwahlrecht kommt. Ein wichtiger Grund für die Verzögerung des Frauenwahlrechts war ja immer wieder, dass man gesagt hat, es gibt auch Wichtigeres. Ein ganz, ganz wichtiges Argument. Um Gottes Willen, warum streitet ihr euch um das Frauenwahlrecht? Wir haben doch viel wichtigere Dinge jetzt zu tun. Also das sind alles Pseudo-Argumente, denke ich. Aber wir sehen natürlich auch Regimes, wo Frauen das Wahlrecht haben, wo aber die ganzen Wahlen hochproblematisch sind. Wir hatten das lange Zeit in staatssozialistischen Regimes. Mhm. Im Stalinismus gibt es schon ziemlich früh ein Frauenwahlrecht. Aber wenn es im Prinzip dann überhaupt nicht darum geht, dass tatsächlich das Volk mitbestimmen kann, dann ist natürlich auch das Frauenwahlrecht nicht sehr viel wert. Mhm. Diese Wahlen sind trotzdem sehr, sehr wichtig und hochinteressant. Das ist eine interessante Performance der Unterwerfung. Aber da sehen wir das einfach nur der Akt des Frauenstimmrechts, wenn es sich gar nicht um eine Form der Herrschaft handelt, wo diese Wahlen tatsächlich relevant sind, dass dann das Frauenwahlrecht auch natürlich einen geringeren Wert hat. Aber in Demokratien ist das natürlich, oder in Rechtsstaaten, wie wir sie um 1900 sehen, ist das natürlich ganz, ganz wichtig, dass Frauen ein Wahlrecht haben. Sie haben ja auch vorhin im Gespräch schon einmal gesagt, demokratische Rechte erschöpfen sich nicht einfach in Mitsprache, also eben ein Wahl- oder Stimmrecht zu haben, sondern es geht um ein großes Paket, auch um soziale Rechte. Würden Sie denn so weit gehen und sagen, na ja, die Frauen hatten 1971 zwar ein Wahl- und Stimmrecht, aber sie hatten noch nicht alle sozialen Rechte? Ja, auf jeden Fall, unbedingt. Also ich denke, das ist sehr wichtig, so nachzudenken über demokratische Mitbestimmung als ein Paket an Voraussetzungen, die es braucht, um diese Mitsprache wahrzunehmen. Frau Richter hat erwähnt, es braucht die Institutionen, damit diese Stimme überhaupt ausgeübt werden kann und zählt. Bei den Frauen war das damals mit dem Proporzwahl schon gegeben. Aber ein gutes Beispiel ist zu sagen, der Schweiz hatten ja die Arbeiter schon vor 1919 das Stimmrecht. Aber erst mit der Einführung des Proporzwahlrechts hat es wirklich eine Veränderung gebracht, haben sie wirklich politische Macht erhalten. Das sind so institutionelle Voraussetzungen, die zeigen, es reicht nicht das aktive Wahlrecht einfach, es braucht die Voraussetzung, dass dann auch das auch zählt. Und ich würde noch weitergehen, ich würde sagen, demokratische Inklusion bedingt nicht nur politische Rechte, sondern auch soziale Rechte, Ansprüche.
Und zwar aus zwei Gründen. Also das, ich möchte als Beispiel vielleicht ein Beispiel geben aus einem Bereich, den ich aus der eigenen Arbeit gut kenne, die Rentenpolitik in der Schweiz. Scheint jetzt relativ weit weg von dem, was wir hier diskutieren, ist es aber nicht. In den 90er, frühen 2000er Jahren wurden die Altersrentenansprüche für die Frauen massiv verbessert in der Schweiz. Dadurch, dass Beiträge gesplittet wurden, dass sie im Fall einer Scheidung besser gestellt wurden und auch dadurch, dass Betreuungsgutschriften angerechnet wurden und dass Teilzeitarbeit besser für sie. Und das ist für die Frau die Normalität in der Schweiz. Das ist nicht eine atypische Devianz von der Norm, sondern das ist eine ganz normale Frauenbiografie in der Schweiz. Teilzeitarbeit, weniger verdienen als der Mann, vielleicht irgendwann eine Scheidung und dann, was ist dann? Und diese ganze Einbettung ist nicht nur wichtig, weil sie natürlich die materielle Situation der Frauen verbessert. Und das ist auch eine Voraussetzung für Mitsprache, aktive politische Partizipation, dass man nicht ständig nur quasi über Materielles nachdenken muss. Aber sie ist auch deshalb wichtig, weil diese sozialen Rechte die Auffassung verändern dessen, was normal ist. Was ein ganz normaler Bürger, eine ganz normale Bürgerin für ein Leben hat. Also ein berechtigtes Mitglied dieses Demos, was man sich darunter vorstellt. Und dazu gehört eben nicht nur das Wahlrecht, sondern es gehört diese ganze Anerkennung der verschiedenen Lebensrealitäten. Diese Brosche liegt im Historischen Museum in Bern. Da gibt es eine Sonderausstellung über das Frauenwahlrecht, die Sie kuratieren, Fabienne Amlinger. Die SP macht im Moment so kleine Broschen, bildet sie nach. Das war eigentlich das Symbol nach diesem Brunner-Skandal für die Gleichberechtigung, für diesen Kampf der Frauen. Die Frau Brunner und Frau Dreyfus haben beide so eine Brosche getragen an diesem Wahltag. Was würden Sie denn sagen, diese Sonne, steht die jetzt wirklich auch für etwas, was wir erreicht haben? Würden Sie sagen, wir sind jetzt tatsächlich so in dieser Art und Weise, wie es Frau Häusermann gesagt hat, politisch voll integriert, wir Frauen? Oder ist noch immer ein langer Weg zu gehen? Ja, ist das Glas halb voll oder halb leer ein bisschen die Frage. Also man darf sicherlich nicht übersehen, dass wirklich ganz viele Fortschritte jetzt hier erreicht wurden, politischer Art, aber eben auch all die sozialen Rechte, das ist unglaublich wichtig. Oder? Und da wurde eigentlich in kurzer Zeit doch, muss man schon auch sehen, relativ, also sehr viel erreicht. Ja? Aber dennoch sind wir jetzt gleichberechtigt. Da müssen wir schon nur die Statistiken anschauen und dann sehen wir es. Also bleiben wir beim Feld der Politik? Nein, natürlich nicht. Zwar 2014 gab es diese sogenannten Frauenwahlen. Ja, da wurde der Frauenanteil in den Parlament, im Stände und Nationalrat massiv erhöht. Aber auch im Nationalrat so hoch wie noch nie, 42%, aber es fehlen 8%. Und wenn wir den Ständerat anschauen, dann sind das immer noch 3 Männer und 1 Frau. Und man darf auch, also ich finde oft, dass man nur so kurzfristig zurückschaut und als Historikerin schaue ich halt die längeren Etappen an und dann sehen wir auch immer wieder, dass nichts vor einem Rückfall gefeit ist. Also diese Anteile gehen auch wieder zurück. Und dann vertuschen sie manchmal auch ein bisschen was, wenn man nur die Zahlen anschaut. Also die Frage ist ja dann auch, wo sitzen die Frauen? Also wo passiert wirklich die Macht? Sind sie dort, in diesen Kommissionen, an diesen Stellen? Und da ist nach wie vor vieles zu tun. Mhm. Frau Richter, wie blicken Sie auf die Frage der Gleichstellung? Wie weit sind wir denn politisch, wenn Sie jetzt mal Ihr Land betrachten, Deutschland? Also ich kann mich da Frau Amlinger nur anschließen. Ich würde auch zunächst betonen, dass wir wahnsinnig viel erreicht haben. Das sollten wir auf keinen Fall vergessen, dass wir drei jetzt hier sitzen, dass wir drei Wissenschaftlerinnen sind, die Gäste, dass wir in Deutschland eine Bundeskanzlerin haben. Das wäre einfach vor 30 Jahren noch unvorstellbar gewesen. Oder auch solche Dinge wie, dass inzwischen eine große Mehrheit für Schwulenehe ist. Also wenn wir jetzt das Blick der Geschlechter weiten, das hat sich doch wahnsinnig viel verändert. Es hat sich ganz, ganz viel getan. Und dennoch sollten wir nicht übersehen, dass noch ein weiter Weg zu gehen ist, gerade wenn es um ganz konkrete Machtpositionen geht. Im Bundestag bei uns haben wir gesehen, dass der Anteil der Frauen sogar zurückgegangen ist. Wir sind nur bei 1/3 an Abgeordneten. Also da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun, denke ich. Und dann sprechen wir doch mal darüber, was es denn noch zu tun gäbe. Ihre Publikation zum Thema heißt «Im Vorzimmer der Macht». Das finde ich so ein schönes Bild. Wer steht denn heute im Vorzimmer der Macht? Wer kämpft heute um Inklusion, Frau Häusermann? Ja, ich
denke, also wenn es jetzt eine große Bewegung gäbe, oder wie die Frauenbewegung oder die Arbeiterbewegung, dann würden wir sie sehen. Und ich denke, so akut ist die Bewegung zur Ausdehnung der politischen Rechte im Moment nicht. Aber ich denke, die Fragen, die uns beschäftigen jetzt bezüglich der demokratischen Rechte in der Schweiz, die sind natürlich schon auf dem Tisch. In der Schweiz ist es ja so, dass in diversen Gemeinden, vor allem in der Westschweiz, auch in zwei Kantonen in der Westschweiz, auch Personen oder Einwohner, Einwohnerinnen ohne Staatsbürgerschaft mitbestimmen dürfen, abstimmen dürfen. Und das ist mit Sicherheit ein Thema, das weiter auf der Agenda bleiben wird. Ich sehe das auch in einer Kontinuität von 30, 40, 50 Jahren, in der diese Diskussion geführt werden wird. Aber die ist natürlich ganz virulent quasi. Wer soll denn mitbestimmen? Gerade in einem Land wie der Schweiz, wo der Anteil der Menschen ohne Staatsbürgerschaft über ein Viertel liegt. Also sehr viele Menschen sind, die von den politischen Entscheidungen betroffen sind, sie aber nicht mitgestalten können. Man muss natürlich auch noch sagen, wir haben einen so hohen Ausländeranteil, weil wir sehr spät erst einbürgern. Das muss man immer im Verhältnis natürlich auch noch betonen, oder? Auch, ja. Nicht nur, aber auch. Also das ist nicht der entscheidende Faktor. Mhm. Es ist auch, aber es ändert... Also, nichts daran, dass quasi die Frage ist, auf welchem Kriterium basieren wir die Entscheidung, ob jemand mitsprechen darf oder nicht. Das hat auch zwei Seiten, oder? Wenn wir jetzt sagen, wir wechseln dazu, dass die mitsprechen, die betroffen sind, würde das heißen, dass zum Beispiel Auslandschweizer dann nicht mehr mitsprechen, oder? Sondern eben die Leute, die hier wohnen. Also es ist nicht einfach immer nur expansiv, es ist ein anderes Prinzip. In der Schweiz im Moment diskutieren wir auch über die Absenkung des Stimmrechtsalters, oder? 91 wurde von 20 auf 18 gesetzt, im Moment gibt es Bestrebungen, auf 16 herunterzugehen. Unter anderem wird argumentiert, um den Jugendbewegungen mehr Stimme zu geben. Die jungen Menschen werden heute mit anderen Themen politisiert, als wir politisiert wurden oder die älteren Kohorten politisiert wurden. Um diesen Themen mehr Gewicht zu geben. Also das sind Prozesse, die weiterlaufen und die sicher auch an Gewicht noch gewinnen werden. Und ich denke, auch dort ist es wichtig zu sehen, dass das sind auch Machtfragen, oder? Es geht um Machtverteilungen, um Machtajustierungen. Genau. Vielleicht um den Punkt noch mal aufzunehmen, ich weiß nicht, ob das ganz deutlich wurde, das ist ja wirklich interessant zu sagen, naja, eine Möglichkeit, die Frage zu beantworten, wer ist dieses Wir, das hier bestimmt, ist zu sagen, naja, alle diejenigen, die eben diesen Regeln unterworfen sind. Und deswegen haben Sie gerade gesagt, Auslandschweizer, also Personen, die mit Schweizer Pass im Ausland wohnen, die sind ja dann den Regeln dieses Landes unterworfen und nicht den Schweizer Regeln. Also müsste man die quasi ausgrenzen. Das ist ja schon sehr interessant, wie wir damit umgehen. Mich hat sehr überrascht in der Vorbereitung auf diese Sendung, wie oft das eigentlich schon gemacht worden ist im Lauf der Demokratiegeschichte, dass man eben nicht nur Frauen und Sklaven zum Beispiel ausgesondert hat, sondern eben auch Personen, indigene Bevölkerung zum Beispiel. Das kann man bei Joni Seeger nachlesen in diesem Frauenatlas. Ich nenne ein paar Beispiele. Australien führte 1902 das Frauenwahlrecht ein. Aborigines Männer wie Frauen waren ausgeschlossen bis 1962. Oder Kanada ließ die Frauen ab 1918 mitbestimmen, die indigene Bevölkerung aber erst ab 1960 stimmberechtigt. Noch extremer, Südafrika, weiße Südafrikanerinnen, also Frauen, ab 1930, indischstämmige Menschen erst ab 1984, schwarze Menschen erst ab 1994. Das zeigt eigentlich, die Ethnie ist fast noch ein stärkeres Exklusionsmerkmal als das Geschlecht, Frau Richter. Also das ist tatsächlich bei dem Thema ganz, ganz wichtig und das finde ich total gut, dass Sie darauf noch zu sprechen kommen. Man hatte für diesen Begriff der Intersektionalität, also es geht nie nur darum um Geschlecht, sondern wir müssen immer die anderen Faktoren mitbedenken. Genau die Ethnie, das Alter ist auch ganz wichtig. In den USA beispielsweise ist es total wichtig und gut, wenn du ein junger Mann bist im 19. Jahrhundert, weil dann bist du einfach stärker, kannst dich besser durchsetzen. In europäischen Ländern, kontinentaleuropäischen Ländern vor allem, ist es eher besser, wenn man älter ist. Und es ist was ganz, ganz anderes, ob du eine weiße Frau bist von einer höheren Klasse oder eben eine arme Frau von der unteren Klasse. Und wir sehen das zum Beispiel auch in der Frauenbewegung, dass es da eine große Rolle spielt, durchaus auch problematisch. Es wird immer wieder in Anschlag gebracht,
In den USA beispielsweise, warum dürfen die schwarzen Männer wählen und wir Frauen nicht? Also und da gibt es durchaus dieses rassistische Argument, überhaupt nicht bei allen, aber bei einem Teil der Frauenbewegung. Oder wir sehen bei Rassistinnen und Kolonialvertreterinnen im Deutschen Reich, aber auch in Großbritannien, die für sich in den Kolonien das Wahlrecht einfordern. Die sagen, wir spielen hier als weiße Zivilisation so eine wichtige Rolle, ihr müsst uns deswegen das Wahlrecht geben. Also diese Geschichte ist keineswegs wie jede Geschichte sozusagen die reine Geschichte für den reinen Kampf, sondern Demokratie hat immer ganz, ganz viele Wurzeln und viele der Wurzeln sind problematisch und dazu gehört auch immer wieder, wie merkwürdig Klasse und Rasse und die verschiedenen Bereiche ineinander hineinspielen und eben oft auch gegeneinander ausgespielt werden. Ist das eine Erfahrung, die Sie teilen, dieses Gegeneinander ausspielen? Und vielleicht auch die Anschlussfrage, was kann man denn lernen sozusagen aus der Geschichte der Geschlechterforschung mit Blick jetzt auf die Inklusion eines breiteren Diversity-Begriffes, sage ich jetzt mal. Also eben mit Blick auf Menschen anderer Ethnien. Man könnte ja auch sagen, zum Beispiel Menschen mit einer Behinderung, die man stärker inkludieren könnte in demokratische Prozesse. Mhm. Ich finde es auch schwierig, die Frage, was kann man lernen irgendwie, also, weil es sind ja schon auch immer wieder verschiedene Diskussionen auch. Ich glaube, was es einfach zeigt, ist diese grundsätzliche Frage, wer ist das der Demos, also wer bekommt die Rechte und das sind eben verschiedene Diskussionen, die laufen und die auch immer wieder historisch natürlich irgendwo situiert sind. Insofern, was man lernen kann, ich finde es schwierig. Das ist sowieso eine schwierige Frage, was kann man aus der vielleicht auch Geschichte lernen. So. Man kann einfach vielleicht sagen, wenn man in die Vergangenheit schaut, auch die verschiedenen Gruppen, die ausgeschlossen wurden, ja, also aus dem können wir lernen, um die jetzige Gegenwart zu verstehen und damit die Zukunft zu gestalten, so vielleicht. Was ich vielleicht antönen wollte mit dieser Frage ist, es gab ja am Anfangs einen Spieler, diesen Mann, der gesagt hat, wenn die Frauen mitbestimmen können, dann sind wir Männer niemand mehr. Und wir sehen ja jetzt in rechtspopulistischen Regierungskreisen in anderen Ländern sehr stark, dass man dieses Wir wieder begrenzen will. Man möchte möglichst gerne jetzt nicht die Frauen wieder ausschließen, das ist vielleicht zu schwierig, aber wirklich dafür sorgen, dass die Nation rein und klar und begrenzt bleibt. Was ist da das Motiv? Geht das in das Gleiche rein? Wir sind niemand mehr, wenn die auch mitbestimmen dürfen? Oder was treibt denn diese Kräfte? Ja, das ist eine große, schwierige Frage. Also was wir wissen, und das geht in die Richtung, die Sie ansprechen, ist, dass ein ganz starkes Motiv für rechtsnationales Wählen ist ein Gefühl relativer Deprivation. Relative Deprivation bedeutet, man denkt, man kommt zu kurz, man wird zu wenig beachtet, zu wenig wertgeschätzt. Und das geht natürlich in diese Richtung, oder? Die Idee, man muss das quasi verteidigen, man muss die Errungenschaften auch, nicht nur Privilegien, auch Errungenschaften, Erfolge, den Wohlfahrtsstaat und so weiter, muss man verteidigen vor Entwicklungen, die ihn gefährden könnten. Das ist sicher eine, aber grundsätzlich glaube ich, also diese Themen der Zielkonflikte oder auch der Intersektionalität, die Hedwig Richter angesprochen hat, die sind sehr wichtig. In den letzten 20, 30 Jahren aber hat sich schon in Europa eine Konfliktdimension entwickelt, die genau um diese Frage kreist, wer ist das Wir, wer ist dieser Demos? Und dieser Konflikt ist so eine übergreifende Konfliktdimension geworden. An der eben mehrere dieser Themen besprochen werden. Also es ist kein Zufall, dass die Inklusion von Frauen, Zugewanderten und anderen Minderheiten entlang dieser gleichen Konfliktlinie verläuft, weil es der gleiche unterliegende Konflikt ist zwischen einer Position, die sagt, wir müssen bewahren, wir müssen diese Gemeinschaft der gleichen, diese Errungenschaften bewahren, das Erreichte nicht gefährden auch sozusagen, und einer anderen Position, der Gegenposition, die Demokratie eben als offenes, emanzipatorisches Projekt versteht, die den Anspruch hat, immer weitere, immer breitere Kreise der Menschen an dieser Teilhabe, in diese Teilhabe zu integrieren. Und bislang ist das der große politische Konflikt des 21. Jahrhunderts. Frau Richter, vielleicht zum Schluss, wer ist denn für Sie dieser Demos, wer ist dieses Volk, das diese Demokratie macht, wer gehört dazu, wer nicht?
Das ist eine der interessantesten Fragen in der Demokratiegeschichte. Und das ändert sich natürlich im Laufe der Geschichte immer stärker. Ich bin eine ganz überzeugte Europäerin und ich sehe einerseits, dass Nation wahnsinnig wichtig ist, gerade auch im Prozess der Demokratisierung. Auch Nation ist übrigens was, was ganz, ganz eng mit Männlichkeit verbunden wird. Und wir mussten erst eine neue Vorstellung von Nation entwickeln, um Frauen integrieren zu können. Aber Nation ist tatsächlich eine ganz große Gleichmacherin. Und für mich ist jetzt eine interessante Frage, können wir den Begriff von Nation dehnen oder müssen wir über Nation hinausgehen, um etwas wie eine europäische, eine stärkere europäische Inklusion hinzubekommen? Also das wäre für mich eine ganz wichtige Frage. Vielen Dank. Ja, wir sehen, Demokratie ist ein offener Prozess, ein offenes Projekt auch. Wir sind mittendrin in der Diskussion. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Danke, Frau Richter, dass Sie von Berlin zu uns gekommen sind. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Amlinger, Frau Häusermann, dass Sie hierher gekommen sind. Dankeschön. Ja, wer zum Thema weiterlesen will, wir verlosen dieses Buch hier, signiert von unseren Gästen im Studio, und diese beiden Bücher von Hedwig Richter auch. Mit einer Mail an philosophie@srf.ch sind Sie bei der Verlosung dabei. Eine warme Empfehlung auch für den großartigen Film «Die göttliche Ordnung», der den Kampf der Schweizerinnen für das Frauenstimmrecht nacherzählt. Sie sehen ihn jetzt in unserer Mediathek. Nächste Woche spricht mein Kollege Wolfram Eilenberger mit der Philosophin Thea Dorn über die Frage, was Alleinsein von Einsamkeit unterscheidet. Und jetzt gleich treffen Sie in der Sternstunde Kunst auf den Schriftsteller Friedrich Glauser. Viele Jahre verbrachte er in der psychiatrischen Klinik Münsingen, aus der er mit seiner großen Liebe, einer Psychiatriepflegerin, türmte. Heute wäre er 125 Jahre alt geworden und kann im Film gleich jetzt wiederentdeckt werden. Danke für Ihr Interesse, eine gute Zeit und bis bald.